Hoch oben, in den französischen Seealpen, liegt der kleine Ort Thoron. Von mächtigen Felshängen umgeben, ist er seit jeher Zufluchtsort für alle jene, die nach den Geheimnissen des Lebens forschen. Philosophen, Alchemisten und die Grafen von Thoron sollen hier gelebt haben. Diesen Ort mit großer Vergangenheit haben Marie-Thérèse und Jacques-Jean gewählt, um sich von der Welt zurückgezogen in einem ehemaligen Landschloss niederzulassen und sich ganz ihrer Kunst zu widmen. Seit rund 30 Jahren sind sie ein Künstlerehepaar und waren, wie sie sagen, noch keinen Tag getrennt. Die beiden genießen die Zweisamkeit in der Abgeschiedenheit ihres Refugiums. In tiefgründiger, fast metaphysischer Weise durchlebt sie gewaltige Seelenwanderungen zu mystischen Tiefen. Ein Dr. Faustus steckt in ihr, suchend und forschend nach dem Sinn des Seins. Sie bekennt sich zur Alchemie und versteckt in ihren Werken zahlreiche Zeichen und Symbole. Ein Philosoph und ein Alchemist, das passt gut zusammen. Die Philosophie hatte mich schon immer inspiriert. Und da ich auch ein klein wenig mystisch veranlagt bin, fühlte ich mich natürlich von der Alchemie angezogen. Aber der Alchemist enthüllt seine Geheimnisse nicht. Er gibt zwar ein paar Hinweise, aber dann liegt es am Betrachter, das Gemälde zu entdecken. Im Prinzip zeigt der Alchemist einen Weg auf, den er gegangen ist. Und Stück für Stück gibt er einem den ein oder anderen Schlüssel. Aber ganz bestimmt wird er seine Botschaften nicht einfach so enthüllen. In der Galerie befindet sich auch ein großdimensioniertes Bild, von dem Marie-Thérèse sagt, es sei ihr wichtigstes Werk. Dieses Gemälde ist die Dante-Symphonie. Es heißt Dante-Symphonie, weil ich die Musik von Franz Liszt sehr mag und daher eines Tages ein Bild daraus machen wollte. Hier also ist Dante, der die Welt in seiner Hand hält und der hier oben vom Dämon inspiriert wird, im platonischen Sinne des Wortes. Der Dämon wiederum suggeriert, man solle es wagen, sein Leben zu leben. So entspringt Dante also ein Strom von Leben. Natürlich war ich es dieser italienischen Figur schuldig, sie auch in einer italienischen Umgebung zu zeigen. Daher sehen Sie hier Venedig, so wie ich es sehe. Das ist ein bisschen theatralisch, aber Dante, das ist auch dantesk, also etwas sehr Theatralisches. Dieser Dämon ist der innere Führer, der spirituelle Führer eigentlich. Wenn Sie so wollen, haben Sie gleichzeitig die Welt in seiner Hand und gleichzeitig die Welt außerhalb, in der er agiert. Das ist vielleicht das Subtile und Interessante an diesem Gemälde. Marie-Thérèse hat sich in dem Haus eine Studierstube, wie sie es nennt, eingerichtet. Hierhin zieht sie sich jeden Tag für ein paar Stunden zurück und frönt ihrer großen Leidenschaft, der Philosophie. Es ist der künstlerische Ausdruck der Idee, wie sie sagt, der sie fasziniert und nicht mehr loslässt. In manchen Nächten hat Marie-Thérèse das Gefühl,
dass gewaltige Erscheinungen von ihr Besitz ergreifen. Es sind starke Kraftfelder, die sich zeitweise personifizieren und sich ihr in rätselhafter Weise aufdrängen. Übermächtig ist der Einfluss, unter dem sie dabei steht. In qualvollen Stunden empfängt sie Botschaften, die sie in ihren Werken umsetzen muss. Es sind leidvolle, schwere Geburten, die sie durchlebt. Stunden, in denen sie dem Haus mit seinem magischen Kreis entfliehen will. Doch sie kann nicht. So ist sie hin und her gerissen zwischen Ängsten und Erkenntnissen aus den Begegnungen. Die Intensität ihrer Auseinandersetzungen wirkt sich stark auf die Gestaltung ihrer Werke aus. Sie ziehen den Betrachter in einen geheimnisvollen Bann. Man spürt, dass diese Bilder nicht Erklärbares enthalten. Auch der Versuch einer Interpretation hilft da nur bedingt weiter. Sapientia Dei, Weisheit Gottes. Laut Marie Therese ist die Weisheit der weibliche Aspekt des Göttlichen. In diesem Bild tritt Sapientia an das unwissende, noch schlafende Wesen heran und erhellt es mit dem Licht der Erkenntnis. Sie befreit es so aus der Unwissenheit und erfüllt es mit neuem Leben. Auf diesem Gemälde sehen wir ein junges Mädchen, das sich zerbrechlich, aber mutig auf das Abenteuer der Suche nach sich selbst begibt. Auf ihrem Weg muss sie sich immer wieder entscheiden. Hierbei steht Konfuzius für den Einfluss des Verstandes und die Göttin Isis für Gefühle. Auch wenn uns die Sprache der Logik leichter zugänglich erscheint, ist es für Marie Therese aber vor allem die Intuition, die dem Menschen den richtigen Weg weist. Traumdeutungen sind der Hintergrund für ihr Gemälde Sommertraum. Die Botschaft der Träume zu entschlüsseln gelingt nur wenigen. Dabei offenbaren gerade sie unsere geheimsten Ahnungen und Wünsche. Wenn es uns gelingt, die Träume ähnlich wie Mythen zu sehen, werden wir mehr von uns selbst erfahren.